wenigstens gut Wasser ist, aber besser, was man hat, das hat man. Also filtert der Thorsten wieder unseren neuen Trinkwasservorrat. Läuft? Ja, moin Leute. Wir sind ja, ich jetzt hier keine Ahnung, an dem See da mit dem Lagerfeuer. Wir fahren jetzt runter nach Richtung Lemkoping, aber nach Berg zu den Treppenschleusen. Leute, wir sind jetzt hier am, in welchem See, wo diese Treppenschleusen sind vom Goethe-Kanal, sind gerade angekommen und ja, haben uns erstmal hier geparkt und da hinten ist eine, boah, jede Menge Wohnmobile, aber naja, gucken wir mal, was da zu Schleusen gibt, ne? So Leute, das sind diese berühmten Treppenschleusen. Die überwinden, glaube ich, 90 Meter vom Goethe-Kanal. Da sind wir jetzt gerade. Und hier sind zwei Segelboote drin. Und da hinten geht es dann nochmal weiter. Da sind dann die weiteren Schleusen. Ja. Wohnmobile da hinten ohne Ende. Da hinten stehen wir auch mit einem. Ne? Dina, alles klar? Ehrlich. Machen wir mal ein Foto hier. Meine Yacht da und mein Motorrad. So, jetzt da hinten sind ja die oberen Treppenschleusen und jetzt sind wir hier bei den unteren. Oh, Weitwinkel, wie geht das? So. Tor schließt sich. Drei Boote sind drin. Und ja, und da hinten geht es noch weiter. Ich weiß nicht, wie viele Schleusen
da jetzt noch sind. Und darum heißt das hier Treppenschleuser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 auf jeden Fall. Wahnsinn, ne? Tolle Sache. Einmal Selfie. So, wo sind sie? Da irgendwo. Und tschüss. So, jetzt wird das Wasser rausgelassen und die Yachten gehen in die Tiefe. Schon echt toll, das ist ein Erlebnis hier. Treppenschleusen Goethe-Kanal, müsst ihr mal nach googeln. Boah, das geht so schnell. Ja, und die Boote da draußen müssen jetzt warten. Boah, rucki zucki ist die Wanne hier voll. Wahnsinn. Wie gesagt, das sind nur die unteren Treppen. Ich glaube, das muss ich mir erstmal angucken, weil da geht es nämlich einigermaßen runter. Da mache ich mal so lange aus. Wolltest du mitkommen? Hä? Ja, Tina macht sich jetzt hier vorm nächsten Shelter so ein bisschen in die Buchse. Ja, das ist. Geht runter und nachher ziemlich aufgewühlt von dicken Treckerreifen. Aber das geht schon. Also wir waren, sind die Strecke abgelaufen, eigentlich ein super Shelter. Das Wasser ist ein bisschen weiter weg, ja, ein paar Meter. Ja, gut, aber schöne Wiese, schönes Shelter. Das Problem ist nur, es ist kein Problem. Das geht erstmal ziemlich bergab und da sind ziemlich dicke Treckerspuren aufgewühlt. Und naja, Tina, machst du jetzt so ein bisschen das Klappt. Fahr erst in die Mitte und dann rechts rüber dann. Aus der Spur. Kriegen wir schon, ne? Oh, Baller! Steht die schräg, ey. Ah. Oh, warte, letzte paar Meter. Wenn du hinfällst, schreist du, ne? Das ist doch nix, ey. Total easy. Schön mit der Hinterradbremse. So. Ja, hier langsam rüber. Ja. Ah. Sicherheitshalber mit beiden Beinen. So, Wiese.
Mittagssnack, die restlichen Würstchen von gestern Abend mit Brötchen und wir lieben, das Bier ist auf dem Bild, wir lieben immer diese schwedischen Salate. Das ist ein Lachssalat mit Nudeln und Dill-Dressing und ja, dann würde ich sagen, lieber Thorsten, Prost und guten Appetit! So, dieser Spot da hinten stehen unsere Motorräder und gut, jetzt ein paar Meter über die Wiese, aber ich mache mal Weitwinkel. Das ist für diesmal unser Badesee. Da hinten ist natürlich wie immer überall in Schweden. Schweden besteht nur aus Stein, glaube ich. Überall, wo du lang fährst, kommen diese Steine aus dem Boden oder du schrappst einmal, du entfernst die Grasnarbe, dann hast du da drunter hast du diese Felsen. Na, springen wir rein. Für heute Abend aus. Findest du es lustig, nämlich bei der Arbeit zu filmen oder was? Eigentlich müsste ich ja sägen, aber ich muss erstmal warm werden. Das Bad, das konnten wir nicht filmen. Das war nicht jugendfrei, mein Bad, aber dafür habe ich jetzt einen heißen Kaffee und du sägst. Ja, toll. Mach's mal aus jetzt. Ist das lustig oder was? Oh, er droht. So, jetzt exklusiv für Wieben und Arthur. Schicken wir euch gleich. Also wie gesagt, da sind die Mopeds. Da sind noch irgendwie zwei Teenies irgendwie. Die probieren ihr Kajak aus. So, das Feuer halten wir noch klein. Aber wir haben hier schon ein bisschen was vorbereitet. Da auch Feuerholz gesägt dann und dann, ja. Und so sieht unser Shelter aus. Wir können auch gleich noch mal gerne eine Videokonferenz machen, weil ich habe hier Datenvolumen unlimited von der Telekom für einen Monat wegen der EM geschenkt bekommen. Das ist unser Sweet Home. Es fängt so langsam an, so ein bisschen zu nieseln, aber hört gleich wieder auf. Ne? Sollen wir eine kleine mal eine Videokonferenz machen? Habt ihr Bock oder was? Oder wie? Ich schicke euch das jetzt erstmal. Ja, das Schnitzel war im Angebot. 30% runtergesetzt. Und ja, gucken wir mal. Ne? Ja, dann mal Tau, ne? Wie viel Grad haben wir es jetzt? 17? Und hier vorne 25. Ja, wir halten das Feuer erstmal klein. Wenn es nachher wirklich kälter wird, dass wir das dann, ne? So, ihr daheim gebliebenen.